Hallo und willkommen zu Teil Nummer 6 meiner Megaserie über Musikproduktion. In dieser Serie produziere ich einen kompletten Song von vorne bis hinten. Das heißt, ich arrangiere ihn um, ich spiele neue Instrumente ein und ich mische ihn natürlich auch komplett ab. Und jeden Tag nehme ich dich bei einem Arbeitsschritt mit. Wir haben gestern noch die Instrumente fertig eingespielt. Das war in Teil 5. Ich habe jetzt die Instrumente eingespielt, die ich auswechseln wollte. Ich habe den Song ein bisschen umarrangiert auch, wenn mir Teile nicht gefallen haben oder ich Längen festgestellt habe, was später beim Mixing insgesamt dann problematisch werden könnte. Und heute geht es tatsächlich ans Abmischen. Das heißt, wir mischen den Song jetzt komplett ab. Bevor es gleich losgeht, falls du noch ein Abmischen- oder Mixing-Neuling bist und bist dir nicht ganz sicher und deine Mixe klingen nicht so, wie sie sollen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mein PDF Speedmixing. Das kannst du dir hier oben runterladen. Da zeige ich dir, wie du in 10 einfachen Schritten einen Song abmischen kannst und wie du einen Song auch schnell abmischen kannst. Das Problem vieler Neulinge beim Abmischen ist, dass sie sich in unnötige Details verheddern und das kostet viel Zeit, das Gehör ermüdet und dann wird ein Mix nie wirklich fertig. Deswegen Speedmixing unbedingt runterladen, wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Okay. Gestern habe ich die letzten Instrumente eingespielt und zwar waren das nochmal ein paar zusätzliche Gitarren. Was ich jetzt gemacht habe, bevor ich angefangen habe zu drehen, ich habe nochmal einen Rough Mix gemacht, weil ich habe ja jetzt Instrumente dazu eingespielt und ich habe den Mix jetzt einfach nochmal neu gemacht. Also ich habe alle Volumes runtergedreht und habe mir jetzt einen groben Grundmix erstellt, einfach weil neue Elemente mit dazugekommen sind und die Lautstärkeverhältnisse nicht mehr so gestimmt haben. Das habe ich jetzt neu gemacht und ich möchte dir kurz erklären, was so bei diesem Rough Mix die wichtigsten Grunddinge sind, auf die ich geachtet habe. Ich habe jetzt beim Einspielen den Song schon ganz gut kennengelernt. Was beim Abmischen wichtig ist oder bei diesem Rough Mix wichtig ist, auf was ich achte, ist erstens mal auf die Übersicht, das heißt, ich gruppiere Instrumente, die zusammenführen und zweitens mal auch vom Arrangement-Standpunkt her schaue ich, dass ich im Stereofeld Instrumente, die die gleiche Melodie spielen, dass ich die möglichst im Stereofeld auseinanderpenne, dass die sich nicht in die Quere kommen, ja, oder die was Ähnliches spielen. Ich zeige dir das gerade mal an einem Beispiel. Zum Beispiel haben wir hier diese Akustikgitarre 1 und die Keyboards hier im Vers. Ja, also sie spielen ein ähnliches Riff. Und wenn ich jetzt das Keyboard im Stereofeld auch nach links legen würde, wo meine akustische Gitarre ist, dann würden die sich, also sie spielen es auch noch in der gleichen Frequenz, ne? Dann würden die sich gegenseitig in die Quere kommen und das wäre nicht besonders schlau. Damit kannst du deinen Mix auch zerschießen. Also du musst auch, wenn du so einen Grundmix machst, immer musikalisch denken, okay, welches Instrument oder welches Element spielt was. In diesem Fall habe ich die beiden jetzt auseinandergepennt, dass die sich aus dem Weg sind. Wir können hier auch nochmal am Schluss gucken beim Outro. Ja, diese beiden Rhythmusgitarren spielen so ein unterschiedliches Pattern. Wenn ich diese beide auch wieder nach links lege, dann gibt es totale Unruhe auf dieser Seite. Deswegen habe ich die auch auseinandergenommen im Stereofeld. Also schau da, was spielen die Instrumente für Melodien? Wie sollte ich die, also hier kannst du schon Transparenz einfach in deinen Mix bringen, indem du dir überlegst, okay, ich nehme Elemente, die sich in die Quere kommen können, von vornherein durchs Panning aus dem Weg. Okay, das zweite, was ich mache, ist die Spuren sinnvoll zusammenfassen in Gruppen. Wenn die Drums jetzt, wenn ich jetzt 8 Mikrofone, ein normales Akustik-Drumset über 8 Mikrofone hätte, dann würde ich das jetzt in eine Gruppe legen. Ich nehme jetzt aber in diesem Fall hier zum Beispiel Akku 1 und Akku 2. Ne, die spielen unterschiedliche Sachen, aber Elektrik 1 und Elektrik-Gitarre 2. Das ist, sind keine zwei Gitarren, sondern das sind zwei unterschiedliche Mikrofone, die zusammen aufgenommen worden sind. Und die möchte ich jetzt einfach in eine Gruppe legen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann das Volume hier nicht immer für beide gleichzeitig hin und her fahren muss, sondern habe ich einen Volume-Regler oder eine Gruppenspur, weil es ist ja ein Instrument, es sind nur zwei unterschiedliche Mikrofone. Okay, ich färbe das noch kurz ein. Das gleiche mache ich jetzt zum Beispiel hier nochmal bei der Slide. Ja, das sind auch zwei unterschiedliche Mikrofone. Ich kann jetzt hier in Logix, bei jeder DAW ein bisschen anders, diese Gruppen hier auch einklappen und habe jetzt hier ein wunderbar übersichtliches Projekt und kann jetzt loslegen mit dem Mischen. Vorher stelle ich aber noch kurz die Puffergröße um. Das mache ich in Logic hier oben. Und zwar habe ich jetzt hier mit einer Puffergröße von 256 gearbeitet, denn ich habe ja noch Instrumente eingespielt. Das heißt, wenn du Instrumente einspielst, insbesondere solche, die sehr, sehr viel Arbeitsspeicher brauchen, solltest du eine kleinere Puffergröße wählen, jetzt aber beim Abmischen, wenn du CPU-hungrige Plugins einsetzt, wie Hall, wie Delay,
Kompressoren, Equalizer, was weiß ich, da möchtest du eine große Puffergröße, dass du keine Latenz bekommst und dass dir das Projekt auch nicht abstürzt. Okay, also Puffergröße haben wir auch eingestellt. Dann komme ich jetzt zum nächsten Punkt und das ist den Rough Mix zu bouncen. Das siehst du hier unten, diese Spur. Das ist der Rough Mix, so wie du ihn jetzt gerade hören kannst. Den habe ich gebounced und wieder hier reingeladen. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich immer wieder beim Abmischen mal kurz in den unbearbeiteten Mix reinhören kann und mich selber kontrollieren kann, ob die Arbeitsschritte, die ich jetzt gemacht habe beim Mixing, ob die sinnvoll sind oder ob der Song einfach nur lauter klingt oder ob er zu stark komprimiert ist oder ob diese Arbeitsschritte beim Mixing den Song tatsächlich besser machen. Gut, ich erkläre dir jetzt die Methode, mit der ich mische. Die ist sehr umstritten und das ist die Top-Down-Mixing-Methode. Das bedeutet, dass ich jetzt nicht anfange, die Einzelspuren hier zu mischen, sondern ich fange im Masterfader an. Und hier im Masterfader versuche ich jetzt zunächst mal durch den Einsatz von Equalizern, Kompressoren, diesen Rough Mix hier ein bisschen besser zu machen, ohne dass ich eine einzelne Spur überhaupt anfasse. Ja. Ich habe da so eine bestimmte Vorgehensweise, die ich meistens benutze und ich habe auch immer schon so ein paar Plugins, so ein paar übliche Verdächtige, die ich einsetze. Ich probiere jetzt erstmal einen Equalizer einzusetzen und genauer gesagt ein schlaues Equalizer-Plugin. In diesem Fall ist das jetzt von Waves, also von einem Drittanbieter und das heißt Greg Wells Mixcentric. Das ist nicht nur ein Equalizer, sondern das ist ein Plugin, das eigentlich drei Mixing-Tools unter seiner Oberfläche hier vereint. Das ist zum einen mal Kompression, ein EQ und auch Saturation. Und ich kann das jetzt hier über einen Knob nur bedienen und dieses Plugin finde ich einfach genial, weil du wirst gleich hören, mit diesem Plugin kannst du so wie so ein Teppich, oder hat meistens den Effekt, dass du wie so ein Teppich von dem Mix ziehen kannst und dass er klarer, professioneller und einfach gleich sauberer klingt. Sehr, sehr krass, also gutes Beispiel, sehr schön gewählt. Gutes Beispiel hier, also du siehst, wie krass besser der ganze Mix jetzt hier durch dieses eine Plugin schon wird. Ich habe noch keine Einzelspur angefasst, ja. Natürlich verleitet so ein Plugin, also ich mache dir alles gleich besser Plugin jetzt auch dazu, das extrem stark einzusetzen. Das heißt, ich habe es jetzt schon stark eingesetzt, ich werde es jetzt aber wieder zurückdrehen und mich wieder einkriegen, weil ich muss ja den ganzen Mix auch noch bearbeiten. Aber ich werde versuchen, so ein Level zu finden und es macht natürlich auch den Mix lauter, das habe ich hier ausgeglichen. Ne? Du musst immer auch aufpassen, dass du deinen Mix nicht einfach nur lauter machst, weil das nehmen deine Ohren automatisch immer gleich als besser wahr. Also ich werde es versuchen, jetzt auszugleichen und ist aber schon ein sehr gutes Ergebnis jetzt. Ne? Was ich als nächstes mache, ich setze nochmal einen Kompressor ein. Mein Ziel ist es jetzt einfach nur durch diesen Kompressor hier im Masterbus den Mix noch einen Tacken besser zusammenzuschweißen und vielleicht die Rhythmusgruppe noch schon ein kleines bisschen nach vorne zu holen, dass der Mix ein bisschen mehr Punch bekommt. Also probieren wir das mal. Hörst du es, also wenn du jetzt irgendwie nur mit dem iPod hörst oder MP3-Player, dann wirst du es wahrscheinlich nicht hören mit billigen Kopfhörern. Aber wenn du eine gute Abhöre hast oder gute Kopfhörer, hochwertige, dann wirst du hören, dass der, wie gesagt, die Rhythmusgruppe, die Bassdrum, wenn du auf die Bassdrum hörst, kommt ein kleinen Tacken weiter nach vorne und der Mix rückt durch diese minimale Kompression, rückt so ein bisschen kompakter zusammen. Absoluter Wahnsinn. Finde zumindest ich hoffe du auch, was du mit zwei Effekten schon erreichen kannst. Ja, wie massiv besser der Mix jetzt gleich klingt. Ja, und das war jetzt eine Bearbeitung, die kostet mich 5 Minuten vielleicht. Ja. Und jetzt habe ich einfach einen viel besseren Startpunkt schon, wenn ich dann als nächstes an die Einzelspuren gehe. Mich interessiert aber natürlich jetzt auch deine Meinung. Ist das ein Prinzip, das dich überzeugt, Top-Down-Mixing, oder mischst du immer die Einzelspuren? Das ist immer eine interessante Diskussion. Schreib es mir mal gern in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhilft oder mir einen Daumen nach oben gibt. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen beim nächsten Teil. Bis dann!